So, Present, erzählen Sie, warum Sie das Leben hassen. Hey, ich liebe das Leben doch. Das Leben ist nicht stressig. Und dann willkommen zu einem Free-for-all. Starke Anmoderation. Ich hab gerade gar keine Ahnung, was los ist. Ja, Leute, wir müssen wissen, alles. Das Leben ist kompliziert. Warte, was, wieso hast du denn die Alger? Ich hab schon gesagt, ich gönne die 8 Minuten nicht. Ja, was ist denn los hier? Du bist so hart reinknüllen mit dem Jungen. Nein, natürlich nicht. Nein, das ist ein cooles Dialga. Es ist wirklich ein cooles Dialga. Ja, ja, das letzte Dialga, das als cool betitelt wurde, war Telepathie-Dialga. Ja, aber ich bin nicht wie Timo. Ich hab Erzwinger gespielt. Ich bin nett. Ja. Oh, sorry, Flobert, sag du erstmal. Okay, ich hab eine wichtige Frage an euch, Leute, da draußen. Und an euch natürlich auch. Und zwar wird ja häufig über das Thema gesprochen, was für Tiere man alles schon gegessen hat. Und ich finde das super weird. Deswegen dachte ich, drehen wir das mal um. Von welchem Tier wurdet ihr denn alles schon so gebissen? Schreibt's doch mal in die Kommentare. Was sind so die exotischsten Tiere, von denen ihr gebissen wurdet? Du bist so ein Fiesling, Alter. Bei mir ist es eine Ziege. Kuscha wurde auch mal von einer Ziege angegriffen. Ich glaube, das ist tatsächlich richtig. Noch nie gebissen. Ich weiß es nicht, vielleicht mal von einem Hund, I don't know, weiß ja, ich nicht. Ja, also es war halt eher so ein Knabbern als so ein Beißen. Ne? So Knabbern zählt nicht, da muss schon ja, so bei ungefähr Hund, nö, dann nicht. Ein Finger abfallen. So. Halbes Kilo Fleisch muss fehlen. Ein Finger muss abfallen? Vor allem, als ob du mir die Sonne rausholst. Eigentlich hätte ich sie mir selber setupen müssen, ja krass. Nee, ich bin ehrenhaft. Du bist echt so ein Nicer. Wir können keine krass. 8 Minuten, dafür reden wir viel zu viel und klicken viel zu wenig. Aber by the way, Kuscha ist dabei, Hallöchen. Hallo, das ist das erste Mal, Maschallah. Richtig, Downy, Flowworld, kennt ihr alle und Kuscha, der eigentlich Maxi ist. Downy, alle sind zwei Leute, so weißt du, kennt ihr alle. Ja, natürlich, kennt man einen, oh kennt man alle. Die Alga, bitte. Nein! Gute Animation, die hat mir sehr gut gefallen. Ich wollte ja, sogar... Oh ja. Ich hab sogar Gravity gedrückt. Leute. Als wir so aus Witz gesagt haben, 8 Minuten, haha, Freunde, oder? Wäre geil Leute. Gewesen, wenn ich jetzt Frostless Nose noch getroffen hätte. Gute Nachricht. Strategisch clever, das Frostless Nose vorne hingesetzt. Einfach strategische Meisterleistung. Ach, ja. Schade, Dialga, du hast es nicht probiert. Present immer noch ganz traurig und depressiv. Leute, lasst mal ein Like für Present da, der braucht das Alter, gerade. Alter, das Moorhuhn. Wer kennt das Moorhuhn noch? Der ist echt Moorhuhn alt. Moorhuhn ist halt echt alt, Alter. Moorhuhn ist wirklich alt. Gibt's noch neue Spiele für PS5 dafür? Nee, glaube ich nicht. PS5 nicht, aber ich kann euch schon vorstellen, dass wir was für die PS2-Spiel dafür. Ich hoffe, schau mal live im Video nach. Ich hoffe, dass wir PS5 bekommen werden. Es gibt tatsächlich kein Moorhuhn-Spiel für PS4. Krass. Das ist schon das krass, überrascht ne? mich jetzt. Gab es jemals eins für PS2? War das nicht immer ein PC? Ja, PS2 gab es oder nicht? Für PS2 gab es Moorhuhn X. Also für PC kenne ich es halt, aber... Ja, ja, ach, ich auch. Es gab sogar ein Moorhuhn Kart. Ja, Moorhuhn Kart, Alter. Daran erinnere ich mich auch. Das habe ich Competitive gespielt. Oh ja, das fühle ich. Ja. Das fühle ich auch. Competitive Moorhuhn Kart. Apropos, das fühle ich. Ich fühle Present die Sonne nicht zu gönnen. Da bin ich ganz... Ach man, schade. Guck, jetzt noch die Animation. Die gute Fluchttasche. Tschüssi! Weißt du, warum der das gemacht hat? Weil der Hitzekeuler in der Sonne ziemlich reinböllert und jetzt kann der so wieder rauswechseln und kann so da einen neuen Feuerstarter reinbringen, der in der Sonne genauso ballern kann. Gedankengut? Ja. Ja, ich würde sagen, den böllern wir jetzt erstmal um, ja, oder? Ja, warum? Ich wollte mich nur vor dem Hitzekoller schützen. Ich mach das nicht. Warum heißt es eigentlich God, Wife plus Kids? Regentanz, wieso gönnst du denn nicht? Ja, ich gönn gar nicht. Jo, der hat einfach eine Wasserattacke jetzt noch und so mit Libero wird er dann einfach zu... Nee, ich wollte mit Dialga Erd... Ich kann leider keine Wasserattacke. Der kann Aquaknarre bestimmt, wenn ihr dran glaubt. Ich wollte gerade sagen, wenn er ganz fest daran glaubt, er wünscht sich, dass du es Weihnachten... Ist der dick und... Britney. Britney. Heißt das Fat-Shaming hier? Nee. Aber wieso ist Shiny Nidorina... lila, aber Shiny Nido Queen nicht lila. Ist eigentlich mega dumm, oder? Das ist halt echt dumm. Present, böllerst du das Ding um? Ich will jetzt nicht sterben. Beschwerdebrief, bitte. Ich hoffe mal, dass ich es umböller. Beschwerdebrief an den Tisch. Warum ist Nidorina so hässlich und Nidoran weiblich und Nido Queen so schön? Was haben sie mit Nidorina gemacht damals? Libero. Oh nein. Ja gut, das böllert den um. Ich hab mich darauf vorbereitet. Das macht nichts, na gut. Present einfach selbst versucht hier seine 8 Minuten nicht hinzubekommen. Ich gönn dir deine 8 Minuten, Present. Das ist nett. Deshalb mache ich mal jetzt Toxin. Wie ihr einfach alle schneller seid als ich, finde ich nicht so gut. Nee, Nebelfeld. Oh, das war Toxin schützen. Ja. Das war echt knapp. Das war knapp, Freunde.
Komm, Toxiklack, ich glaube an dich. Pass auf. Wutschlag, okay. Aha, jetzt kommt Wutschlag. Ja, ich wollte mit Dialga Erdanziehung drücken und dann in Toxiquack gehen, aber Prison hat ja nicht gegönnt, weißt du. Ja, Kusha vergisst es, so Strategien zu machen, das würde ich nicht sagen. Ohne Scheiß. Prison ist einfach Dryader, der lässt hier so Strategien nicht durchkommen. Ja, der wird auch jetzt wieder mich fokussen, ist okay. Das ist jetzt frech. Ja, was für eine Strategie hast du denn? Wer, ich? Ja. Oh nein, ich glaube, ich sterbe. Werden wir herausfinden. Oh, ja. Da werden wir vielleicht echt nicht. Ja, eben. Nein, warum tötest du den jetzt wirklich? Ja, weiß ich auch nicht. Hä, der ist auf +1. Gift oh, stark. Können wir vielleicht mal irgendwie so... Present hat übrigens, by the way, noch keinen einzigen KP verloren, ja? Hä, doch, warte, was? Ich hab den Pokémon verloren. Ich meine, Kusha und ich auch nicht, so ist jetzt nichts. Ja. Ah ja, gut, dass ich auf meinem letzten Mon bin, fühle ich auch. Oh ja, geile goldene Eier. Ich mag's, wie das eine Ei sich so umdreht. Was ist eigentlich heute mit dir, Downy? Was? Warum? Du bist heute ein bisschen sexual drauf. Hä, das ist ja doch immer. Vorhin hat er schon gesagt, so, oh, ich hab die Leute in meinen Kommentaren fertig gemacht. Jetzt ich fühle mich jetzt ein bisschen geil, hat er gesagt. Und jetzt auch so, oh, die geilen goldenen Eier. Downy ist so einer, also der seine Kommentarleute einfach. Der geilt sich daran auf, die fertig zu machen. Ja, das ist mein Fetisch. Und ich finde sowas nicht nett. Ich habe das Gefühl, ich werde sterben, ja. Geil. Ja. Ich bin ein Fluch. Ja, will halt aber auch einfach nicht die 8 Minuten haben. Da ist er auch selber schuld, bin ich ganz ehrlich, ne? Wenn ich jetzt aufgebe, Present, was machst du? Dann passiert es halt. Dann hast du zwar allen Hass, weißt du, du machst dich sehr unbeliebt in deiner ersten Folge hier auf diesem Kanal. Ich weiß nicht, ob du das willst. Okay, na gut, dann lass es. Ihr seht gar nicht, aus Present-Perspektive seht ihr gar nicht, dass das eine Ei einfach umgedreht ist. Ne? Ja, ich sehe den, der ist so geil. Ich sehe nur das. Shiny Loturzel sieht so geil aus, Alter. Den kann ich ja gar nicht angreifen, der ist ja so ein Süßi. Ja, greif vielleicht mal Downy an. So, ja, mache ich ja jetzt als Idee. Auch. Weiß auch nicht, wie ich drauf komme. Ich bin jetzt ein Flug-Pokémon. Na gut. Das freut mich für dich. Na gut, let's go. Also im Idealfall kommst du jetzt dazu an, niemanden anzugreifen, ich bin ehrlich. Oh. Der Todbringer, er bringt Tod. Yo! Oh, der macht ja Oval komplett fertig, scheiße. Das ist der Oval, macht ja richtig viel Damage. Ja, schwierig jetzt, sag ich. Das ist der Todbringer. Können das wir ist uns ja auf den Todbringer fokussieren? Wow. Stark. Ich bin so dumm, ich hab das Nebelfeld schon wieder vergessen, ich dachte mir so, okay. Leute, ihr könnt jetzt böse Kommentare zu Downy in den Chat schreiben. Ja, da das kann ist er, kann okay, er nichts ich mach euch dann kontern, fertig. Kann er nicht doch, mehr kalten dagegen. Ich finde schon irgendwas. Downy hat ja noch einen Pokémon. Alter, geh mal bitte nicht nochmal auf Surfer, Alter. Nee, mach ich nicht, versprochen. Ich kill jetzt erstmal Downy. Alter, ich hasse dich, ich kill dich, wenn du das jetzt hier machst. Oh, also, auf Surfer gehe ich jetzt nicht, aber vielleicht habe ich ja noch andere Wassersachen, Grizzle. Ja, dann stößt du. Setz mal Lehmbrühe ein. Lehmbrühe würde ich fühlen, Kusha. Ah, Lehmbrühe? Wer das? Ah, nee, hat der, glaube ich, leider kann nicht. Kann der das überhaupt? Present, wichtige Frage. Ja. Tötest du mich jetzt? Nee, ich töte dich nicht. Okay. Versprochen. Weil Downy hat noch 2 Pokémon. Ach, stimmt, Downy hat noch 2 Pokémon. Das oh, warte, danke. Ich gehe auf Downy, weil wenn du jetzt Downy killst, dann. Okay, nee, dann mach ich mach alles richtig. Energieball. Ja, das ist okay. Weißt du, damit kann ich nicht. Oh, okay. Oh, das war ein Crit. Wieder Crit. Hat der Skoblinz und Life Orb? Ja. Oh, das ist aber jetzt schade. Ich hätte Downy töten sollen. Ich hab vergessen, dass ich schneller als das scheiß Junge bin. Ich hasse mich. Ah. Oh, ja, nein, er trifft. Ja. Deprimierend. Was schön mit dir, Britney. Das heißt, ich muss jetzt auf Downy gehen. Oh, aber Owe ist auch fast tot, ne? Ja, Owe tötet sich wahrscheinlich mit dem nächsten Angriff. Ja, wobei. Ah, so ein Tryharder mit Temposchuh. Ja, ich habe halt 3 versteckte Fähigkeiten, weißt du? Ich habe immer gegönnt. Mhm. Und immer die geilen Fähigkeiten, komisch. Ja, Solarkraft, Temposchuh. Oh, und die haben halt echt alle gute versteckte Fähigkeiten. Der ist wirklich süß. Hat der Sturdy Downy, sei ehrlich? Nee, ich glaube nicht. Ich kenne halt mein Set, deshalb gehe ich stark davon aus, dass. Natürlich trifft er die Scheiße. Ist so clever gerade gewesen, Present? Ja, muss ich doch, ich darf ja nicht dich angreifen. Naja, den zu besiegen ist halt vielleicht nicht clever gewesen. Ja, aber ich überlebe das. Oh, weil gewinnt das einfach. Warte, stirbst du am Leben aus? Nee, ich glaube vielleicht ganz knapp noch. Oh, Set. Deprimierend. Nein, war das unentschieden. Na gut, ist in Ordnung, kann ich mit leben. Oh, weil war Last Man Standing. Ja, nimmt man mit. Das hintere Ei hat's gerissen. Die geilen Eier.